Halleluja, Dank, Ehre sei dir, Herr. Halleluja, Lobpreis, oh sei dir, Herr. Halleluja, Dank, Ehre, Lob sei dir, jetzt bis in die Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Ich habe mich entschlossen, den Weg des Herrn zu bestreiten. Oh. I've got my mind made up and I won't turn back. Cause I'm gonna see my Himmelste, denn der mich errettet hat, der mich mit seinem Blut am Kreuz, dich geopfert hat am Kreuz, eines Tages sehen. Ich habe mich entschlossen, den Herrn, seinen Weg in Wahrheit, in Heiligkeit zu bestreiten. Denn es gibt kein Zurück mehr für mich, Herr. Ich möchte dir folgen, von ganzem Herzen, ganze Seele, ganze Kraft, lieben und folgen. Ich möchte dir, der mich rettet hat, eines Tages sehen. Halleluja, Halleluja. Es ist gut, den Herrn zu preisen. Halleluja. Oh, ich preise und lobe den Herrn. Halleluja. Preise den Herrn. Halleluja. Lobe den Herrn. Halleluja. Gib ihm Ehre. Ihm alleine Gebühr. Gib den Herrn die Ehre. Ihm alleine Gebühr. Ich hebe seinen heiligen Namen. Oh, oh, ich danke, ich lobe ihn. Halleluja, dank den Herrn. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja. Oh, es ist nicht gut. Sag, komm und schmeckt, dass der Herr gut ist. Komm und schmecke, dass der Herr gut ist. Wisst ihr, weil der Herr kann man schmecken. Es gibt manchmal so, wenn man die Herrlichkeit Gottes so heftig ist. Man riecht oder man nimmt wahr, schmeckt die Duft des Herrn, die himmlische Duft, so die Herrlichkeit des Himmels. Manchmal nach Rosen oder nach Früchte da, oh, der Herr kommt und schmeckt und sieht und sieht, dass der Herr gut ist. Die Bibel ist komplett. All diese Dinge, was in der Bibel geschrieben ist, man kann erleben. Diese Dinge sind wahr, das ist Realität. Die Realität, die man. Es ist nur Gottes Gnade. Gott lässt manchmal, dass man das, man das da begegnet, nicht begegnet, dass man da erlebt, dass man das erlebt. Alle Ehre, alle Lob, alle Dank an den Herrn. Darum er ruft zur Heiligung. Er ruft sein Leben, der voller Gerechtigkeit ist. Die er durch Befähigung von dem, durch die Gnade Gottes, die seine Gerechtigkeit, seine Heiligung, die alles in den Heiligen Geist ist und uns befähigen auf ein Fundament, das Fundament, das auf Gerechtigkeit und Wahrheit und Heiligung besteht. Wenn wir so wandeln, wir werden den Herrn in seiner Herrlichkeit sehen. Sei gesegnet. Es ist jeden Tag neu. Jeden Tag ist und jeden Tag, wo wir uns entscheiden müssen. Jeden Tag neu, neu, neu. Ich sage, diesem Tag werde ich den Herrn heiligen. Ich werde den Namen des Herrn in Heiligung wandeln. Ich werde da in Gerechtigkeit wandeln. Jeden Tag neu. Ihm alleine der Herr gebärde Ehre und Lob in Jesu Namen. Amen. Und jetzt, mein Thema heute heißt, mein Thema, immer noch das gleiche Thema, ich sag mal, das Gesetz des Geistes im Leben in Christus Jesus. So, gehen wir her, ich beginne her, gehen wir da jetzt, ich lese davor, denke ich, dass die frei macht, das ja. So gibt es jetzt, das ist Römer Kapitel 8 vom 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Da ist, wo die Freiheit ist. Und wenn man gemäß dem Geist wandelt, da ist, wo die Freiheit gibt. Und dann weiter. Und denke her. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich was frei gemacht. Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So, die Gesetz, der so Tod bringt, ist Sünde. Es gibt ein Gesetz, das ist Sünde. Es gibt ein Gesetz der Sünde und dann des Todes. Aber wir wollen die Gesetze des Lebens wandeln. Im Gesetz des Lebens befindet sich in Jesus Christus. Das ist die Art, wie Jesus gewandelt ist.
Wenn du so wandelst, du wirst erleben. Du wirst den Herrn, er wird dich begegnen, er wird dich entgegenwandeln. Er ist so wie ein Magnet. Wenn ein Magnet sieht, man bringt ein Magnet nahe zu einem Metall. Irgendwas, ja Metall oder Eisen ist, er zieht sofort. Das Gegenseit 10, das was passiert. So, wenn wir, wie Herr Jesus gewandelt ist, waren in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, sagt, so, wenn wir sagen, wir sind in ihm, wir sind in ihm, wir sind auch so, wir sind verpflichtet zu wandeln, wie jener, wie Herr Jesus gewandelt ist. So, wenn wir so wandeln, werden wir immer leben. Er sagt, sein Vater ist in ihm, er ist in uns, Heiliger Geist ist in uns. Wenn wir, darum er sagte, halte meine Gebote. Seine Gebote ist nicht schwer, sag halte. Es ist nicht, wir haben die Kraft, die Gebote Gottes nicht zu halten. Aber durch den Heiligen Geist, durch die Gnade, die befähigende Gnade, die wir empfangen haben, die Gnade Gottes in Überfluss, die Gnade und die Gerechtigkeit und die Heiligung, die in uns wir bekommen haben, nachdem wir den Herr Jesus empfangen, nachdem wir Jesus unser Leben übergeben haben, er gab uns seine, so wir sind hier befähigt. Und diese Dinge, die Gebote Gottes halten zu können. So, und hier, und geht ja, und hier, regieren zu können. Sagt er, das ist geschehen, dass wir hier so regieren. Und so regieren, darum. Und auf unser Fleisch und Blut, wird man zur Regierung zum Tod. Belebt oder man ruft die Urteil oder den Tod Gottes, das Adam, die Art von Adam, der Tod. Man belebt das Wort neu. Man macht das, man bringt das an Leben. Das ist nicht für uns. Wir wollen das Gesetz des Geistes, der zum Leben bringt. Der nicht so Verdammnis führt, sondern uns Leben schenkt in Überfluss, um hier regieren zu können. Und hier in Herrlichkeit Gottes her zu wandeln und regieren zu können. Und das ist ja hier regieren. Ich gehe mal, bevor jemand fragt, wo steht denn das? Es ist ja in Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade? Wie viel mehr, wenn die an der Sünde ist, an der Tod zur ganzen Menschheit gekommen? Das ist ein Gesetz, wenn man so wandelt, dann kommt Tod. So, wie viel mehr, welche denn jetzt der Gnade in Überfluss, die Gnade haben wir jetzt in Überfluss und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch einen Jesus Christus. Im Leben auf dieser Erde zu herrschen, ist durch Jesus Christus. Und hier zu regieren, ist durch Jesus Christus. Und alles, was ihr hier, der Herrn am Wohlgeruch zu sein, ist da in Jesus Christus. Durch die Gnade, durch die Gerechtigkeit, durch die Gnade, befindende Gerechtigkeit, die wir empfangen haben. Und hier im Leben so herrschen. In Jesus Christus. So, wenn wir so wandern, wir werden lebendig. Wir werden den Herrn Himmel auf Erde herholen. Dann können wir, es ist auch so die Gnade, die uns befähigt, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und Denken und Kraft. Das da, den er übernimmt, besättigt uns in unser Denken, in unser Herzen, in unserer Kraft. Alles denn dient dem Herrn. Das, was hier ist. So, gehen wir nochmal weiter. Ich gehe mein Thema heute. Geht ja heute um die Demut. Herr Jesus ist unser Beispiel. Ich habe letztes Mal ein Video gemacht, wie Herr Jesus in Demut gewandelt hat. Oder ist. Ich wiederhole das nochmal. In Demut, was Herr Jesus eine davon ist, überhaupt zu kommen, menschliche Gestalt anzunehmen, ist Demut, der Gott war. Und der Gott ist, er nimmt die menschliche Gestalt, um für uns am Kreuz gehen zu können und uns da ein Opfer zu werden. Das braucht eine Demut. Wie meine Bibelabend her, wo mein Hauskreis, wo ich leite, ich habe letztes Mal ein Beispiel da gegeben. Ich sage ja, das ist so jemand, der eine Firma gegründet hat. Eine Firma, die jetzt berühmt geworden ist. Beispiel jetzt Apple. Nur an Apple, wie hier man sagt. So, Konzern. Und dann der Gründer jetzt sagt, ne, der hat alles begann von null, alles am Anfang und getan und gemacht, machte da diese Firma jetzt weltweit bekannt.
er übergibt diese, seine Firma, vielleicht eine Putzmann seine Firma, sagt, nee, ich überschreibe dir, du hast alles, ich werde jetzt ein Putzmann der Firma. Nicht so sagen mehr, ich werde jetzt ein Putzmann in der Firma. Du, der Putzmann, der Putzfrau, du übernehme die Firma, ich überschreibe dir alles. Ich werde jetzt ein Putzmann. Das, was ja Jesus so ähnlich ist, ja getan. Welcher Mensch würde das tun? Und der, der da nicht mehr wusste, wie du die Firma begann, wie alles begann, jetzt ist er die Edische delegiert. Du musst jetzt nach seiner Pfeife da tanzen. Er kommt vielleicht, kommt und sagt, komm, da ist ein richtiger Putz da. Du hast nichts zu sagen, du hast ihm alles rechtlich da überschrieben. Da wurde kein Mensch. Die Menschen, menschliche Gestalt, die Menschen ist mit Hochmut, Selbstdarstellung, selbstsüchtig. Der keiner würde das tun. Ich sage, meine Firma, die mit viel Schweiz, mit viel alles gegründet hat, wie kannst du mir das sagen? Nein. Derjenige hat sein Recht abgegeben. Das ist so ähnlich, was der Jesus tat. Ja, der den Himmel und Erde erschaffen, Gott der Herr, der Himmel und Erde erschaffen, da in Existenz brachte. Er kam nochmal, der die Menschen da geschaffen hat, der Mensch sündigte, gegen da, nach seiner Ordnung, Verordnung, gegen dagegen, und dann ist gefallen. Er zum Schluss nahm die menschliche gleiche Gestalt, die der Mensch gefallen ist, aber er lebte ohne Sünde, um diese an der Gericht gegen das Fleisch zu sprechen, am Kreuz. Er nahm das und wandelte in Demut, weil es nur durch Demut, dass er erreichen kann, dass er da bestehen kann. Das Beispiel. Darum mein Thema heute ist Demut. Darum ist ja Jesus in Demut, gewandelt, in allem. Weil durch Demut ist da, wo Gott die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit ausbreitet, durch Demut. Gehen wir her. Das ist Römer Kapitel 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Fleisch voller Selbstsucht, voller Selbstdarstellung, Besserwisserei, Hochmut. Und denn das tat Gott, indem er seinem Sohn sandte in der gleichen Gestalt, wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilt. Dass Gott tat das, was damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Und diese Herrlichkeit, die Gerechtigkeit, die da gefordert war, in Gesetz, ist er durch Jesus erfüllt. Wenn wir das so wandeln auch, wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. So, das ist geschehen. Und dann hier, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und Herr Jesus gemäß dem Geist gewandelt, er wandelte in totale Demut. Demut, in totale Demut. Er nimmt die menschliche Gestalt und diese Gesetze erfüllen, was da gefordert ist. Und dass diese Gerechtigkeit da zum Schluss da vollendet. Darum sagt er, es was vollbracht. So, wenn wir sind auch in Philippa Kapitel 2, jemand, wenn du hier immer regelmäßig bist, diese Kapitel habe ich mehrmals erwähnt, wenn du hier in Philippa Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 3. Seid tut nichts als Selbstsucht oder nichtige Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich was selbst. Siehst du hier? Darum kommt hier die Demut wieder. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Demut. Demut. Wie Jesus es auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einem Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und Mensch, das ist der Herr. Jesus war das perfekte Beispiel, was Gott für ein Mensch, als Gott ein Mensch erschaffen hat, wie ein Mensch wandeln soll, dass die Herrlichkeit bei den Menschen bleibt. Demut. Wenn du da weiterliest, siehst du das zum Schluss. Er sagt da, weil Jesus so wanderte, bis zum Kreuz, er war in Demut, auch da beim Kreuzigung war demutig. Sogar die ihm gekreuzigt haben, sagt, Vater, vergib denen, die wissen nicht, was sie tun. Und dann zum Schluss, sein Vater hat ihm da gekrönt. Mit Herrlichkeit.
Und dann zum Schluss, das ist ja Vers 9. Darum hat ihm Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesu, in den Namen Jesu, Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. So, wir sehen hier, wer führte dazu? Demut. Wir sehen hier, was der Herr, eine Frau in der Bibel, die da in Demut handelte. So, wenn du in Demut handelst, schauen wir hier erstmal. Matthäus Kapitel 15, Vers Matthäus Kapitel 5, Vers 21. Matthäus Kapitel 15. Ich werde mal zwei Gleichnisse von das hier lesen. Von diesen Gleichnissen lesen oder diese, was da passiert, lesen, um da besser verstehen zu können. So, hier, Kapitel 15, Vers 21. Matthäus Kapitel 15, Vers 21. Hier, er sagt hier, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von was? Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihm an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihm nicht am Wort. Da trat seine Jünger hierzu, baten ihm und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Wir sehen hier, diese Frau, Jesus kam, die Menschen zu heilen. Er war voller Barmherzigkeit, er war voller Liebe, die Menschen zu helfen. Aber hier, Jesus war seine Demütigung gegen auch in Gehorsamkeit. Er blieb zu dem, das Volk, sein Vater, ihn gesandt hat. So es, so die Kinder von Israel. Diese Frau war eine kananäische Frau und kananäische Frau, die kam und sagte, bitte, meine Tochter. Er sagt, oh, Sohn David, bitte, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Wenn damals eine Jüdin das gesagt hätte, hätte Jesus sofort gehandelt. Sie hat die richtigen Worte ausgesprochen. Sie hat alles, aber Herr Jesus gab keine Antwort. Er sagt, später sein Jünger kam und fragte ihn, warum? Diese Frau, fertige sie weg, schick sie weg. Sie schreit uns nach. Herr Jesus sagte denen gab Antwort zu seinen Jüngern. Ich bin nicht gekommen für die anderen, die Heidenvölker, sondern das war, als Herr Jesus auf der Erde war. Er kam erstmal die Kinder von Israel zum Vater zu bringen. Okay, er ist noch nicht am Kreuz gegangen. Nachdem er am Kreuz ging, dann war die ganze Welt da hineinbezogen. Hier, er sagt, sein Vater hat ihn gesandt, die verlorenen Schafe Israels zurückzuholen. So, diese Frau war kein Teil von den verlorenen Schafen, obwohl ihr Kind schlimm erkrankt war. Da war die kananitische Frau, waren die Kinder von Kanan, die in 1. Mose, ich glaube Kapitel 9, da wo Noah die Kinder, wo Noah die eine von ihrem Sohn verflucht hat. Okay, die Kananiten waren denen, Gott das zu Israeliten, zu Abraham gesagt, die sollen diese Frau, ihre Frau nicht heiraten. Das ist, wo diese Frau, das ihre herkommt. So, diese Frau hat die richtigen Worte und alles. Das ist die Mut, diese Frau war eine gut erzogene Frau. Sie begann, ich sag her, erbarme dich über mich her. Du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm erkrankt. Ja, Jesus gab keine Antwort. Die Junge sagt, fertige diese Frau weg. Sie schreit uns nach. Und Herr Jesus antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kann sie viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Diese Frau kam, sie schrie, redete die richtigen Worte, keine Antwort. Die Junge sagt, sie soll wecken. Diese Frau, ich war, die Frau, das hat die Frau nicht gestoppt, sagt, nein. Dann Nick sagt, oh nein. Aber die Frau kam und fiel nieder. Und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir.
Er sprach vor ihm und sagt: Herr, hilf mir. Heutzutage, die Menschen sind voller so Selbstdarstellung, sich da voller Hochmut. Auch Christen, die werden sagen: Nein, wenn das ein heiliger Mann wäre, warum kann er da nicht tun? Das ist ein Zeichen. Nein, das ist kein heiliger Mann. Wenn er von Gott gesandt wäre, wie, dem hätte er mich so nicht behandelt. Nein, ihr kommt nicht mehr, ihr sucht mal woanders. Aber dieser Mann nicht. Diese Frau nicht. Sie kam. Die Frau kam nochmal und fiel nieder. Das ist Demut und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Das ist jemand, der am Anfang angesprochen hat, gab keine Antwort. Das ist ein heiliger Mann, der da bestimmte Frau beobachtet. Dieser Mann heilt viele Leute. Aber sie kam, sie redete richtige Worte, aber keine Antwort. Trotzdem, sie kam trotzdem, fiel vor ihm nieder. Heutzutage, wir voller Hochmut, wir sagen: Nein, da komme ich nie wieder. Oh, manche Leute, die Gemeinde verlassen haben, war irgendwelche Streitigkeiten und Missverständnisse mit ihrer Pastorin und der Gemeinde sagt: Nein, ich gehe, das ist nicht von Gott. Die begann auf YouTube jetzt rumzuschreiben, böse Dinge. Wir müssen aufpassen, was wir tun. Diese Frau, wenn sie so gehandelt hätte, hätte ihre Tochter, hätte ihr Jesus nicht mal ihr keine Antwort gegeben. Nicht weiter. Aber diese Frau war voller Demut. Und sie kam und warf ihn nieder, vor ihm nieder. Und sagt: Herr, hilf mir. Hilf mir. Das ist Demut. Demut, die gleiche, wie Herr Jesus wandelt. Die Frau fiel und sagt: Bitte, Herr, hilf mir. 26, das ist Matthäus Kapitel 15, Vers 26 jetzt. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Die Kanaaniter waren als Hunde. Die waren zu, die war so zugelost. Das sind die Heiden. Zugelost, darum als Hunde genannt. Zugelost. Zugelosigkeit war eher Tagesordnung. Wer weiß, wegen da ist die Tochter besessen. Wer weiß, ich weiß es nicht. So, die waren da vor Zugelosigkeit bekannt. Da sind Heiden. So, Herr Jesus sagte diese Frau Hund. Er sagte dann: Ich kann nicht das Brot. Und er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Das Brot war für die Kinder damals, als Jesus war für die Kinder von Israel bestimmt und nicht für die Heiden. Und die Heiden waren so wie Hunde, die zugelost. Jeder, der kommt, über Zugelosigkeit, sexuelle Zugelosigkeit, das wurde da bekannt waren. Die waren bekannt vor. Ja, Jesus sagte diese Frau: Wozu? Das was er hat. Aber Entschuldigung. Aber in Gleichnis. Und dann: Es ist nicht recht. Es ist nicht Gerechtigkeit, wenn die das machen, was zu das Brot, die Kinder von Israel gehört. Das Wort Gottes, die Heilung alles für die Kinder Israel, dass sie denn die Heiden, die Hunde, die Zugelose sind, die Gottlose sind, und zu geben. Nein. Und 27. Und sie aber sprach: Ja, Herr, doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau, sie erkannte, sie nahm das an. Sie bekannte sich, sagte: Ja, ich bin ein Hund. Wir sind Hunde, meine Linie, wo ich bin, Heide, bin ein Hund. Aber trotzdem, die Hunde essen auch von den Brotsamen, vom Tisch, von den Herren, da runterfällt. Die sind bereit, das zu essen. Die essen das auch. Dass diese Frau, ist die Demut von dieser Frau, ist in die höchste Stelle. Ist da zu nachahmen. Ist das, was Gott nachsucht. Ist das zu nachahmen, die Demut von dieser Frau. Ich sage ja, noch mal wiederhole die 27. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, deine Glaube ist groß. So, ja, der Glaube her ist da Demut. Der Glaube her ist ja als Demut angesehen. Weil sie da den Gegensatz, wie Herr Jesus kam zu wandeln, diese Frau handelte so. Darum, normal durfte Herr Jesus diese Frau nicht mit ihr nicht helfen. Aber weil die Frau genau so handelte, ist die gleiche Geist, wie Herr Jesus wandelte, er gekommen ist zu wandeln, wie ein Mensch wandeln soll. Darum, Herr Jesus heilte die Frau. Sagte er: Dein Glaube ist groß. Dir geschehe,
wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wegen Demut, sie kam mit Demut, sie handelte mit Demut. Die gleiche da brachte die Heilung für ihre Tochter, die nicht mal normalerweise die dürfen das nicht bekommen, weil die Heiden waren. Ja, Jesus kam für die Kinder von Israel. Diese Gleichnis passierte auch für den Hauptmann, der römische Hauptmann. Der kam und sagte, seine Angestellte ist krank. So haben die Heiden auch Heilungen bekommen. Er sagt, sein Angestellte ist krank. Er sagt, ich habe Angestellte im Haus. Wenn ich sage, mein Knecht, mach so, die gehen. Meine Soldaten, die unter mir sind, sonst was, die machen genauso, wie ich sage. Ja, Jesus sagt, wow. Ist so eine große Glaube, hat er noch nie in Israel gesehen. Dafür werden Leute vom Osten, Norden, Süden kommen und mit Abraham und mit Jakob im Reich Gottes sitzen und feiern. Waren die Kinder des Reiches werden außerhalb der Finsternis geworfen. Demut. Ja, Jesus kam in Demut zu wandeln. Das ist ein Teil von das Gesetz des Lebens. Das Gesetz des Lebens, das wir empfangen haben, hat ein Gesetz. Wenn man so wandert, man werde da die Güte des Herrn empfangen. Es ist nicht automatisch. Nein, darum er sagt, wandle was in Geist. Und wo bin ich denn? Gehe ich noch mal in Markus Evangelium, Kapitel 7. Das ist die gleiche Geschichte. Markus Evangelium, Kapitel 7. Kapitel 7, von 24 bis 30. Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 25 bis 30. 24 bis 30. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämonen aus ihrer Tochter auszutreiben. 27. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Das sind wie die Kinder von Israel. Lass zuvor, weil Jesus kam für die Kinder von Israel. Und das Brot der Kinder nimmt. Lass, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja Herr, doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brotsamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Die Demut von meiner Mutter. Eine Mutter hat, darum hat die Tochter Heilung, die Tochter nicht da war. Genau ist die gleiche Gleichnis, was da passiert bei der Hauptmann. Der Hauptmann, der kam, der römische Hauptmann. Das ist, ich glaube, ist Matthäus Kapitel 8. Nee, Kapitel 8, ist das 11, entweder 11 oder 8, genau. Ich weiß es nicht. Genau. Das ist Matthäus Kapitel 8, von 5 bis, bis 13. Ist die gleiche Geschichte. Dieser Mann war ein Mann, der wusste, was es heißt, jemand unter Autorität ist. Die sich zu demütigen. Ja, Jesus war, wow. So eine Glaube hat er noch nie in Israel gesehen. Das ist genau wie diese Frau gehandelt hat. Demut. Und hier Jesus sagte, so eine Glaube, die Kinder des Reiches werden da aus dem Fenster. Warum? Wegen Hochmut. Wegen Selbstdarstellung. Besserwisserei. Die werden, was Gott denen verheißen hat, verpassen. Weil die sich nicht was unterordnen möchte. Wie Herr Jesus getan hat. Wie er gewandelt ist, wir sind verpflichtet, auch so zu wandeln. So werden wir Gottes Herrlichkeit
über uns aussprechen sind. Wie diese Leute, die bekamen Heilung. Der römische, der Hauptmann von Kapernaum und diese Frau, diese kananäische Frau, die bekam Heilung. Der Hauptmann bekam Heilung für seinen Angestellten, seinen Knecht. Und diese Frau, kananäische Frau, bekam Heilung für ihre Tochter. Warum? Demut. Die Herrlichkeit Gottes. Das Reich Gottes da war denn sichtbar. Gott wurde da verherrlicht. Warum? Wegen Demut. Wandle in Demut. Wandle, die Demut ist, wo der Herr uns seine Herrlichkeit ausgießen will. Nicht meine Wille, sondern die Wille Gottes. Das, was es heißt, das Gesetz des Lebens, der Freimacht, das Freimacht. Das Gesetz des, das Gesetz des Geistes im Leben, in Jesus Christus, das frei. Der macht frei von Sünde, Gesetz des, von dem Gesetz von Sünde und Tod. Das, wo wir Freiheit, Heilungen, ist dadurch. Darum sage ich ja, wenn du vielleicht, manchmal bekomme ich angerufen, lebe, habe ich erlebt, wo Leute verstritten mit ihrer Gemeinde auseinandergegangen sind. Ich sage, nee, geh mal, wenn ich sowas höre, die Leute haben probiert, sagen, geh mal, versöhne dich. Geh und entschuldige dich. Nimm das, demütige dich, geh zurück und entschuldige dich. Das kostet dir nicht. Gott wird dadurch verherrlicht. Versöhne dich mit deinem Wurf immer. Sind deine Chef oder irgendwas, wo du da weißt, du hast da falsch gehandelt. Als Hochmut, als Selbstdarstellung, selbstsüchtig. Das ist da. Geh und versöhne dich. Diese Dinge, öffne die Tür. Das ist deinem Fleisch wandeln. Das, wo die Tür geöffnet wird, der Feind greift denjenigen. Nicht derjenige alleine, sondern seine Familie und alles rundherum. Wir haben gesehen, dieser Hauptmann, römische Hauptmann, seine Knecht, die unter ihm war geheilt, weil dieser Mann wandelte. In die richtige, im richtigen, obwohl die Christen waren. Genau wie die kananäische Frau sagte da, sie demütigte sich, trotz dieser harte Worte. Sie war hartnäckig. Sie demütigte sich doch noch mehr. Und die Heilung, die Tochter wurde geheilt. So, wenn wir in Hochmut, im Fleisch waren, nicht nur uns alleine, wer war angegriffen, wer war Probleme, sondern rundherum. Rundherum um uns. Nicht wir alleine. Wenn das eine Gemeinde, wo der Pastor auch im Fleisch wandelt und in Bitterkeit, in Dinge tut, da nicht nur der Pastor, das Ganze fließt in der Gemeinde. Wenn die Ältesten auch im Fleisch wandelt, Dinge tun, das Ganze fließt, nicht für dem alleine, auch in denen ihrer Familie, aber die ganze Gemeinde wird da ernten. Die werden da mitbekommen. Die werden da nicht glimpflich, die werden da, die werden das empfangen, genauso wird denn nicht gut gehen. Aber ich bete, dass wenn du das hörst, dass du da umdenkst, Buße tust und den Herrn, das Blut Jesus ist immer da. Darum kommen diese Lehre, dass wir Erkenntnisse bekommen, nicht so zu wandeln, nicht im Fleisch zu wandeln, die zum Tod führt, sondern im Geist. Darum Gottes Appell zur Zeit. Er sucht Söhne, er sucht da, Gott ruft uns ein geheiligtes, an ein gerechtes Leben, wandeln, die durch Geist, im Geist geboren ist und dann die auch in sichtbar kommt. In Jesu Namen. Und ich bete, wenn du das tust, so handelst, ich bete, dass die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, da die Heilung ausbricht, die Herrlichkeit Gottes in dein Leben, deine Gemeinde, rundherum um dich ausbricht in Jesu Namen. Dass die Liebe Gottes, die Hand Gottes wieder, die da vielleicht auf dein Leben wegfährt, wieder hinein aufkommt in Jesu Namen. Dass der Herr dich begegne deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Kinder, deine Ehe, alles rundherum, was da falsch gegangen ist, sondern wird alles Wiederherstellung herrschen und Liebe und Gnade des Herrn. In den Namen Jesus Christus. Ich bete, der Herr begegne euch. Bitte, höre diese Dinge nicht mit so leisinnig, sondern nimm dir Zeit. Saug das auf. Nimm dir, höre das immer und immer und immer wieder, bis das richtig sitzt. Manchmal, ich höre das selber an. Und gib manche Worte, ich predige hier. Danach, wenn ich höre, ich sage, oh, ich wusste nicht, habe ich das gesagt? Wenn ich da höre, immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis das sitzt. Das ist auch die Salbung, die dafür der Herr ausgegossen hat über dieses Video, dass ich auch das selber empfange. Wenn ich da rede, ist der Herr, der durch mich redet. Ich bin so wie genau wie Zuschauer, obwohl ich da dieses Video mache. Aber danach, ich setze mich hin, ich höre mir das an. Immer wieder. Ich höre manche Worte, mache ich Notizen, bis das sitzt. Dass ich empfangen, wozu der Herr dieses Video gegeben hat. In Jesu Namen. Oh, bis zum nächsten Mal. Bitte, ich bete, dass der Herr euch begegnet. Und abonniere dieses Video und die Videos und verteile. Like und verteile diese Videos, dass Leute gesegnet werden, die da im Finstern Christen, aber im Finstern gebunden sind, dass sie freikommen. Weil das ist Gottes Appell.
diese Stunde, dass wir in die richtige, in Geist wandeln, das Sonntige, wo Leben ist, wo er sich auch uns begegnen kann. Sei gesegnet, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, tschüss.